Danke, Frau Präsident, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Bundesminister, werte Präsidentin des Rechnungshofes, geschätzte Volksanwälte, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus. Die Volksanwaltschaft ist das zweitkleinste oberste Organ und kann mit mehr Budget rechnen. Der Bundesbudgetvoranschlag 2020 sieht für die Volksanwaltschaft 12,24 Millionen vor und das ist eine Steigerung von 5,6%. Aber nicht nur auch mehr Aufgaben sind zu bewältigen für das 2020, es sind auch im Personalplan der Volksanwaltschaft mehr vorgesehen, es sind 11 vorgesehen, sozusagen sind es dann 89 und das ist eine Steigerung im gegenüber von 2019 mit 11 mehr. Aber auch zusätzlich bedeutet das auch mit mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, wie zum Beispiel das Heimopferrentengesetz, das ja seit 2017 befasst sich ja die Volksanwaltschaft mit diesen Antragstellungen. Die Planstellungen sind bis 2023 ja befristet, aber man hoffe dann, dass diese Anträge mit der Zeit rückläufig sind und so wird sich das auch dann einpendeln. Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Volksanwaltschaft. Die Beschwerden sind gestiegen, sind mehr geworden und bis dato sind über 100 Beschwerden eingegangen. Diese betreffen insbesondere den Härtefallfonds und das Einschreiten der Polizei in den Kontrollen und bei den Kontrollen. Aber man rechnet auch damit im Bereich Gesundheits- und Sozialbereich mit mehr Beschwerden. Das ist eben zurückführend eben auf die ausgefallenen Sprechstunden, die eben verschoben worden sind oder die man auch verschieben musste. Erwähnen möchte ich auch noch, dass die Volksanwaltschaft eben, wie schon gesagt, die zweitkleinste oberste Organ ist, aber der Frauenanteil entspricht 67% und das ist nicht nur wegen der Quote, sondern wegen der Qualifikation. Abschließend möchte ich mich recht herzlich bei den Volksanwälten, bei den Mitarbeitern in der Volksanwaltschaft für ihr Engagement, für ihre Arbeit und für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ich möchte mich aber auch für die Sprechtage in den Bezirken bedanken, wo sie die Nähe zur Bevölkerung, zu den Menschen gefunden haben. Wegen der Corona-Krise sind diese Sprechtage momentan nicht durchführbar, aber in absehbarer Zeit sind diese auch wieder möglich. Ich wünsche der Volksanwaltschaft, den Volksanwälten für die Zukunft alles Gute.